Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Mein Name ist Christian Schuster und in dieser Folge Frag Schuster geht es um ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, nämlich um das Thema eCall. Ich teile euch das Video mal in drei Teile auf. Zum einen mal, was ist eigentlich eCall und wie findet ihr bei eurem Auto heraus, ob es eCall hat? Dann natürlich auch noch das zweite Thema, wie funktioniert das System? Und als drittes dann, wie könnt ihr überprüfen, ob euer System einwandfrei funktioniert oder ob es irgendwie eine Störung gibt? Fangen wir gleich mal mit dem ersten Punkt an. Was ist eCall und wie findet ihr raus, ob euer Fahrzeug eCall besitzt? Zunächst einmal eCall, das ist also ein verpflichtendes System seit April 2018. Das bedeutet, alle neu eingeführten Fahrzeuge mussten seit diesem Datum dieses System besitzen. Das System selber gibt es schon länger und es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel ein 2019er Fahrzeug habt, aber noch kein eCall. Dann bedeutet das einfach, dass es sich hierbei nicht um ein ganz neu eingeführtes Modell handelte, sondern vielleicht schon ein Modell, das seit ein paar Jahren produziert wurde oder nur abgedatet wurde, zum Beispiel bei Facelifts ist das der Fall. Ich zeige euch jetzt am besten einfach mal, wie ihr rausfindet bei Mazda, ob euer Auto das hat und danach erkläre ich euch dann, wie es funktioniert. Kommt mal mit mir mit. Wenn ihr einen Mazda besitzt, dann schaut bitte hier oben im Dachhimmelbereich. Meistens befindet sich die Taste hier in diesem Bereich und ist beschriftet mit SOS. Wenn ihr diese Taste in eurem Fahrzeug habt, dann wisst ihr sicher, dass ihr das eCall-System besitzt. Habt ihr keinen Mazda, so haben auch trotzdem die meisten Autohersteller hier oben die Taste oder in der Nähe der ganzen Tasten hier vorne, wenn da sich da zum Beispiel das Radio oder das Navigationssystem befindet. Es kann auch statt mit SOS mit eCall beschriftet sein, das bedeutet dann immer das Gleiche. Das bringt mich dann auch schon zum zweiten Punkt, nämlich wie funktioniert denn eigentlich das eCall-System? Und hier unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Modi. Zunächst einmal des automatischen Modus und den manuellen Modus. Beim automatischen Modus ist es so, dass das System vollautomatisch den Notruf anruft, wenn das Fahrzeug in einen schweren Unfall verwickelt wird. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Airbags aufgegangen seien, sondern es muss einfach nur ein schwerer Unfall gewesen sein, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man sich selber verletzt hat. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel eben keinen kleinen Unfall, irgendwo einen Kratzer, sondern wirklich ein heftigerer Unfall. Und dann passiert eben Folgendes, das System aktiviert sich von selbst und versucht die Notrufzentrale zu erreichen. Bevor bei der Notrufzentrale allerdings angerufen wird, werden zunächst wichtige Informationen übermittelt. Dazu zählt zum einen mal der Antrieb des Fahrzeuges, also ist es ein Benzin-, ein Elektro- oder ein Dieselfahrzeug. Denn auch hier können natürlich grundsätzlich ganz unterschiedliche Methoden angewandt werden. Also beim Elektrofahrzeug braucht man ganz andere Mittel, Hilfsmittel zum Beispiel als bei einem Benziner. Das zweite ist, es werden auch die letzte Fahrtrichtung und Fahrzeugposition übermittelt, sodass also die Rettungskräfte immer wissen, wo hat sich das Fahrzeug zuletzt befunden und in welche Richtung ist es gefahren. Das ist zum Beispiel bei Autobahnen wichtig, damit sie nicht auf die falsche Position oder in die falsche Autobahnrichtung fahren. Das bedeutet aber auch, dass wenn ihr zum Beispiel nach so einem schweren Unfall nicht mehr reagieren könnt, dann werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann einen Rettungswagen zu euch schicken, zu der Position, die übermittelt wurde. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es ja noch den manuellen Modus und der ist dafür gedacht, dass ihr euch in Situationen befindet, aus denen ihr heraus wahrscheinlich sowieso die 112 gewählt hättet. Das kann zum Beispiel eine starke gesundheitliche Beeinträchtigung sein. Ihr fühlt euch nicht mehr imstande weiterzufahren. Zum Beispiel Herzrasen, Herzinfarkt, all solche Themen sind natürlich da wichtig oder ihr kriegt nicht richtig Luft. Alles, was halt starke gesundheitliche Beeinträchtigungen sind oder natürlich auch Bedrohungssituationen. Ihr seid irgendwo in einer Situation, ihr fahrt nachts durch den Wald und da versucht euch jemand anzuhalten und blockiert den Weg und ihr habt Angst, dann könnt ihr natürlich auch genauso diese Taste drücken. Und es funktioniert wie folgt, ihr müsstet dazu bitte hier einfach 2 Sekunden auf diese entsprechende SOS-Taste drücken. Dann werden wieder diese Fahrzeugdaten übermittelt und dann die Verbindung zur Notrufzentrale hergestellt. Also genauso wie beim automatischen Modus, nur ihr müsst es eben manuell starten, weil ja eben kein Unfall passiert ist. Also auch eine richtig gute Sache, wenn man sich eben in so einer Situation befindet. So, für alle Technikinteressierten da draußen habe ich jetzt noch den dritten Punkt, nämlich genau, wie funktioniert das eigentlich technisch gesehen bei diesem Fahrzeug? Und bei dem Auto ist es natürlich genauso wie beim Mobiltelefon. Wir müssen hier drin eine SIM-Karte einbauen, die ist allerdings hier fest eingebaut in dem Auto. Und im Gegensatz zum eigenen Handy müsst ihr hier allerdings keine Grundgebühr zahlen, sondern das machen die Autohersteller für euch. Und diese SIM-Karte da drin ist also fest eingebaut und ist komplett providerfrei. Das bedeutet, ihr habt nicht irgendeinen festen Anbieter, wie zum Beispiel Telekom oder Vodafone, sondern diese SIM-Karte sucht sich einfach immer das stärkste Netz in ganz Europa. Ist also auch egal, ob ihr euch in Deutschland befindet oder im Ausland. Egal, irgendein Netz, das gerade gut rankommt. Dadurch ist natürlich die entsprechende Abdeckung von diesem Notrufsystem viel größer, als wenn ihr einfach einen festen Provider habt. Das bedeutet aber auch, dass irgendein Netz vorhanden sein muss. Zum Beispiel in einer Tiefgarage oder einem Tunnel könnte es also sein, dass der Empfang nicht ausreicht und das System nicht richtig arbeiten kann. Dann müsstet ihr natürlich selber dann einen Notruf absetzen.
Was gibt es sonst noch zu wissen? Das System selber hat noch eine relativ clevere Backup-Lösung, denn es wird eigentlich über die 12-Volt-Batterie gespeist, aber bei einem schweren Unfall könnte es natürlich sein, dass die Batterie beschädigt ist, die Kabel abgerissen sind, irgendwelche Relais ausgegangen sind und dann das System gar keinen Strom mehr bekommen würde. Es hat also eine sogenannte Backup-Batterie. Das ist eine 9-Volt-Batterie eingebaut und diese 9-Volt-Batterie reicht vollkommen aus für 10 Minuten Gesprächszeit und 60 Minuten Standby. Es ist also immer auch bei einem schweren Unfall gewährleistet, dass das System funktioniert, auch wenn die 12-Volt-Batterie zum Beispiel gekappt wurde. Diese Backup-Batterie bei dem Gerät sozusagen hat allerdings auch nicht ein endloses Leben, sondern das System stellt selber fest, wenn diese Backup-Batterie immer schwächer wird, das ist kein Akku, ist also eine reine Batterie, und dann, wenn diese Batterie eine gewisse Mindestspannung unterschreitet, dann muss diese Batterie einfach ausgetauscht werden, ähnlich wie bei einer Fernbedienung oder bei einem anderen elektrischen Gerät. Das ist also kein Problem, das kann eure Mazda-Werkstatt dann machen. Bei der SIM-Karte ist es so, die hat also eine Lebenszeit von 11 Jahren. Also genau genommen kann man sich das vorstellen, ein Vertrag, der 11 Jahre lang geht, aber eben kostenlos. Und kurz bevor diese Vertragslaufzeit zu Ende ist, diese 11 Jahre, das beginnt genau genommen 6 Monate vor Vertragsende, wird eine rote Lampe blinken und dann wisst ihr schon, okay, da stimmt was nicht mit meinem E-Call-System, dann solltet ihr mal den Fehler auslesen lassen und dabei wird dann wahrscheinlich rauskommen, dass eben jetzt bald der Vertrag zu Ende ist und ihr müsstet dann wirklich also eine neue SIM-Karte in das Fahrzeug einbauen, wo dann der Vertrag wieder 11 Jahre weitergeht. So, und jetzt würde ich euch gerne noch zeigen, wie ihr bei eurem Auto zu Hause prüfen könnt, ob das System richtig funktioniert. Ihr könnt ja nämlich nicht einfach draufdrücken und mal ein Gespräch mit der Notrufzentrale führen, um zu überprüfen, dass alles geht. Deswegen kann man natürlich bei eurem Auto dann genau sehen, anhand von bestimmten Indizien, ob alles richtig funktioniert. Und das zeige ich euch draußen mal bei unserem Vorführwagen. Am besten, ihr setzt euch jetzt auch ins Fahrzeug und startet das Fahrzeug oder macht die Zündung an. Und bei Zündung an meine ich zweimal auf den Startknopf drücken. Und wenn ich das gleich mache bei dem Fahrzeug, achtet mal hier oben auf diese SOS-Taste. Und da wird jetzt gleich es anfangen zu leuchten. So, und ihr könnt sehen, die rote und die grüne Lampe leuchten jetzt gerade gleichzeitig. Das Ganze wird ungefähr 8 Sekunden dauern und das nennt man Selbsttest. Das heißt, das System prüft selber, ob alles technisch in Ordnung ist. Und wenn alles okay ist, gehen danach die Lampen aus, so wie jetzt hier bei diesem Fahrzeug. Wenn also bei euch nach diesen 8 Sekunden keine Lampen mehr leuchten, ist alles technisch in Ordnung. Wenn jetzt irgendwas anfängt zu blinken oder permanent zu leuchten, dann ist das ein Zeichen, dass irgendwas nicht funktioniert. Dann solltet ihr auf jeden Fall bei eurem Mazda-Händler mal vorbeifahren und nachfragen, was da los ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass das System nicht richtig initialisiert ist oder dass irgendein Fehler vorhanden ist. Das würde dann aber auch bedeuten, dass das E-Call wahrscheinlich nicht funktioniert und daher solltet ihr das auf jeden Fall mal prüfen lassen. So, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema E-Call, dann schreibt uns das doch gerne unten in die Kommentare rein. Da antworten wir immer sehr, sehr schnell drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Das freut uns immer sehr. Wir laden übrigens die nächsten Wochen wieder einige Videos hoch. Abonniert am besten unseren Kanal. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn was Neues hochgeladen wurde. Und von daher danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video.